Und damit willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Das letzte Mal hatten wir die Wiedervereinigung von Sephiroth und kurz danach, nach dieser Flucht der Turks, sind wir nun mit Barrett und Tifa scheinbar auf dem Weg zu unserer Hinrichtung. Tifa läuft vorne weg, ich bin hier. Das Lustige ist ja an der ganzen Sache, dass ich immer noch die komplette Ausrüstung habe. Sie wollen uns also nicht die Ausrüstung wegnehmen. Obwohl, Yuffie hat das ja schon mal getan. Die Materials zumindest. So, können wir hier irgendwo anders langlaufen? Also hinter uns ist keine Wache, lustigerweise, sondern wir laufen einfach hier vorne weg. Also hinterher. So. Ihr kommt nicht durch. Okay. Und hier? Kommt nicht durch. Okay, dann eben nicht. Sind alle da? Dies sind die Verantwortlichen für diesen Wahnsinn in der Welt. Wer zum Henker sind diese Leute? Sag mal, ist das Case Sid dort? Dieser riesen Anorak, wo die Katze mit irgendeiner Mütze dort da sitzt? Okay, hübsch. Okay, Scarlet redet weiter. Euer qualvoller Tod wird landesweit im Fernsehen übertragen. Scarlet, warum eine öffentliche Hinrichtung hier und heute? Durch das Chaos, das die Nachrichten vom Meteor ausgelöst hat, brauchen wir mehr Unterstützung in der Öffentlichkeit. Wir müssen jemanden bestrafen, egal wen. Widerlich. Niemand gibt es zu, aber sie mögen dieses Schauspiel. Wir fangen mit diesem Mädchen an. Wenn ihr es tun müsst, dann fangt mit mir an. In Richtung, was liegt denn da auf dem Tisch? Ach, das ist ein Mikrofon. Ich dachte gerade, es sind andere Folterwerkzeuge, die dort so interessant geformt auf dem Tisch stehen, hängen, egal. So, also Barrett möchte. Kamera, hierher. Das muss aufs Band. Das Publikum liebt tränenvolle Abschiede. Ist klar, wie beim Hunger Games irgendwie wirkt das, hä? So, Tifa. Puff, oh. Ist nach vorne gestoßen. Was machst du da? Das hier ist meine Spezialgaskammer. Nimm dir Zeit und genieße deinen langsamen Tod. Boah, werden auf den Sitz gestoßen und dort festgeschnallt. Schlampe. Bäm! Oh, wir kriegen eine. Was läuft denn hier ab? Wir haben. Oh, und ein Schlüssel wurde fallen gel. Moment, die Wache. Ist die vielleicht eine verkleidete Person gewesen? So dass die Auto absichtlich den Schlüssel hat fallen lassen? Naja, Scarlet. Nun, die Show kann beginnen. Alarm, Alarm! Weapons in Anmarsch. An das gesamte Militärpersonal. Alle auf eure Posten. Oh nein, es ist Weapon. Lauf! Hey, los, alle. Mist, warum gerade jetzt? Wie fühlst du dich jetzt, Scarlet? Hm, du bist nicht abgehauen? Ich bin beeindruckt. Wie ich mich fühle im Moment? Bumm. Ah! Huch, Schlafgas? Ja, dem Mikrofon war Schlafgas. Cases! Idiot! So, wir haben einen Kampf jetzt, Cases, mit Barrett. Ja, und gut, dass wir die trainiert haben, weil das wäre sonst interessant jetzt. So, die Wachen, wie viel halten die aus? Okay, mehr als 2-4 Lebenspunkte haben sie nicht. Dafür haben wir jetzt aber irgendwie Schlaf. Also nur eine Runde, nehme ich an. Interessant, oder? Das ist hier so halb-halb. Wir mit Zuständen voll sind. Eine Granate. Ewig langer Effekt und wenig Schaden. Und die zweite Wache ist noch hinüber. Okay, das war nur Kiste, ist zumindest verkleidet. Schauen wir mal, ob noch mehr von unserer Gruppe verkleidet hier rumlaufen. Ich bin hier, um zu helfen. Warum gerade du? Gehörst du nicht zu Shinra? Genau, das ist jetzt die wichtige Frage. Und? Warum? Nun, ich bin gegen die Todesstrafe und außerdem, ich hasse dieses Vibe. Nun aber komm, wir müssen tiefer helfen. Ich beobachte den Eingang. Okay, gibt's hier irgendwas Rumliegendes? Also, gibt es hier irgendwas, was man mitnehmen sollte?
alle auf die Videoübertragung, da ist Scarlett. Ihr Narren, ich habe bereits den Schalter gedrückt. So, die Scarlett liegt dort auf dem Boden. Na, egal. Wir versuchen Tifa zu retten. Tifa. Kommen wir da überhaupt rein? Achso, wir müssen hier... Sie geht nicht auf! Ah, der gute Heidegger. Es ist Weapon! So viele Überfälle in letzter Zeit. Können wir was gegen machen? Ich denke schon. Ihre Befehle? Kein Grund zu fragen. Wir versuchen es mit unserer großen Kanone. Das höre ich öfters. Kanone laden. Kanone in Stellung. Ziel. Weapon. Alle salutieren sie und die ganzen Matrosen hauen ab. Wow, Videosequenz. Okay, da wird die Kanone rüber. Ist nicht aber das ganze Ding eine Riesenkanone eigentlich? Wow, Riesen-Videosequenz. Na, dann zielt mal schön. Ja, erledigt. Die Kanone. Feuer! Bon. Und? Hui! Eine Trugwelle. Sollte bestimmt nur den Strand erreichen, diese Riesenwelle. Aber wo ist denn die Weapon? Unter Wasser, über Wasser, im Wasser? Ja. Stehen sie alle da? Gewehr bei Fuß. Und? Die gleiche Frage, die ich mir stelle. Haben wir getroffen? Scheint so. Weapon kommt näher. Es kommt genau auf uns zu. Geschwindigkeit 50 Knoten. Das ist unmöglich. Wir haben es voll erwischt. Was mit der Kanone? Wir müssen nachladen. Der nimmt so lange andere Waffen. Oh mein Gott. Jawohl, Sir. Alle Artilleriegeschütze laden. Ziel, Wappen. Lasst es nicht landen. Ach, landen. Ihr habt das Wasser aber. Ach so. Ah, guck mal. Leviathan-Wappen und sowas. Ohne Wasser. Uiuiui, ist ein fettes Vieh. Und alle Geschütze. Das ist schon recht episch. Alle mit Raketenwerfern, Artilleriegeschütze. Die ganzen Batterien dort. Wow. Und Trefferquote, naja, ein paar schon. Geschwindigkeit 70 Knoten. Die Weapon kommt. Das ist übel. Greift an. Raketenwerfer. Ziel ist so runde Raketen zu fallen. Ja, da kommt eine Welle auf mich zu. Ich würde mal weglaufen. Oh Gott. Nein! Und Wumms! Gerumpt. Oh, oh, Gas. Gas, also ja, Gas. Sagt doch Tifa. Barrett, Hilfe! Halt die Luft an! Halt die Luft an, solange du kannst! Spinnst du? Ich kann sie nicht ewig anhalten. Mist! So, wir müssen mit Scout festreden. Okay, ich habe den Schalter gedrückt. Gibt es irgendwo einen anderen Schalter? Wo könnte ich noch was machen? So, soll ich einfach weiter mit der Tür agieren? Hallo, Barrett. Dankeschön. Kann ich einfach die Tür kaputt schlagen? Ich weiß gerade nicht. Warte mal, wir kennen mal mit Case Sith. Vielleicht hat der eine tolle Ahnung. Die Gaskammer wird vermutlich von einem anderen Raum aus verriegelt. Wir brauchen einen anderen Plan. Lass uns erstmal von hier verschwinden. Tifa, ich werde dir helfen, versprochen. Wupp, wupp. So. Auch die Tür ist jetzt zu. Na, vielen Dank. Oh nein, auch hier ist es zu.
Dummköpfe. Nun ist die Kleine nicht mehr zu retten. Verdammt. Okay, nun zu Plan B. Lass uns zum Flughafen rennen. Auch zum Flughafen und tiefer zurücklassen? Vertrau mir, wir haben eine Chance. Und jetzt kommen Gegner hier. Super, da können wir gleich mal wieder ein bisschen... die haben diesmal ein Lanzenschwert. Und halten wir es aus. 2,5. 700... die sind gar nicht so übel. Die sind überhaupt nicht übel. Die machen unten Schaden. Krass. Dann lasst uns mal bitte ein was machen. Fällt mir gerade ein. Wenn ich mich recht entsinne. Nummer 1 sind die wahrscheinlich nicht perfekt ausgerüstet. Doch sind sie. Aber die haben bestimmt keine Materials. Hauen wir mal eine alle rein. Haben wir noch eine gute alle? Na gut, aber wir müssen alle auch mal trainieren, von daher ist es okay. Was haben wir noch? Hitze, Kälte. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lang das Ganze hier vonstatten geht. Aber das ist auf jeden Fall alles mal wieder mit gelevelt wird. Gifthammer, Gewitter, Leviathan kann gelevelt werden. Zeit, MP-Toro. Todesstoß ist immer gut als Angriff zu haben. Zerstörung. Und hinten noch Bahamut. Und mein Case-Sitz kriegt Wiederbelebung. Gift. Zusatzwirkung. Extra HP. Ramu. Und Schokobo. Schokomok. So, sehr gut. Okay, das könnte leveln mit leveln. So, wo geht's hier weiter? Wo gehst du hin? Zum Flughafen geht's in die andere Richtung. Das glaube ich Kiste ist, der mir das sagt. So, und zwar hier lang. Yeah, Wachen. Also geh bei euch. Achso, eine Reporterin ist da gerade. Und da haben wir wieder einen Schwertschwinger. Ein Schwinger des Schwerts. So. Komm, Hammerschlag, wollen wir mal wissen, was der Hammerschlag ist. Wumms. Oh ja, das sah Hammer aus. Wie viel Schaden ist das? Okay, war sofort tödlich. It's Hammer Time. Können wir reden mit denen? Ich weiß, du bist in Eile, aber darf ich was fragen? Schnauze, ich hab's eilig. Mach ich so einen Krach, ich bin's, Yuffie. Was zum Henker machst du hier? Oh, oh. Weapon kommt wieder raus. Aus dem Wasser. Und sieht nicht sehr freundlich aus. Das ist gleich ja später. Jetzt müssen wir zum Flughafen. Okay. Zumindest mal Yuffie wieder dabei in der Gruppe. Ich habe die Frage, wo Red ist vor allem. Aber Red hat bestimmt wieder das irgendwie verkleidet als Matrose, wo dann wieder der Schwanz ist und wo so hin und her wedelt. Knuffig wie das letzte Mal. So. Ach, schön, aber das ist man in der Story mal unterwegs mit den anderen. So, okay, eine Truhe. Ach nee, das ist doch die Schaltersteuerung für. Ach, wieder die 3D-Videoanimation mit der normalen Grafik gemischt. So, wir müssen zum Flugfeld. Ich denke mal zu diesem Fluggerät. Wie sollen wir jetzt tiefer retten? Wenn wir die unten lassen, einfach zum Flugzeug gehen? Ist das so ein guter Plan? Oh, wir haben zwei von denen. Haben wir mal einen AOE-Angriff? Ein Zaubernteil? Feuer 2, das ist doch hübsch. Brennt! Okay, das ist schwächer als unser normaler Angriff, deswegen sollten wir es lassen.
war gerade nichts. Okay, wir sind am Schiff. Bist du sicher, dass der Weg stimmt? Das ist eine Sackgasse. Ups, bin ich falsch abgewogen? Du Schwachkopf, was zum... machen wir jetzt hier? Weil werden sie uns haben? Tja, den Rücken muss ich frei haben, Partner. Bewege Arme und Füße und versuch dann, den Kopf aus dem Stuhl rauszubekommen. Oh Gott, Minispiel. Wenn ich hier versage, darf ich alles nochmal machen, was ich bis hierhin hatte. Leute, was schon mal von Speicherpunkten gehört? Na gut, machen wir weiter. Okay, Menü ist Kopf. Wechseln ist rechter Arm. Okay, ist linker Arm. Abbruch ist Beine. Ja, genau, tiefer. Das ist gut. Tiefer und höher. Nee, warte mal. Andere Bein tiefer. Ich glaube, du hast doch fast, oder? Ja, ja, ja. Ja? Versuch mal mehrere Bewegungen gleichzeitig. Okay, also B ist gut. B und der Kopf? A und B. B und RB. B und LB. B und X. X danach. Also nochmal, das ist Kopf. Das ist das. Das ist das. Ja, ich weiß, ich muss das mit irgendwie hochziehen und dann halt mit dem Kopf oder irgendwas anderem das nehmen. Mit den Händen am besten. Also Abbruch sind Beine. Okay. Aber ich kann es nicht gleichzeitig machen. Das ist... warte nicht. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe nicht alle. Kopf ist X. Das ist das. Ah. Lass uns mal ganz kurz hier mit den Armen das machen. Vielleicht kommt da noch irgendwas zustande. Nee, geht nicht. Nee, ist ein sinnloses Probierer, weil... ah, okay, doch. Diesmal hat es funktioniert. Sie hat einen Schlüssel und damit mache ich jetzt den einen Arm. Kann damit den anderen Arm frei. Oh, das haben wir ja super hingekriegt. Ich bin begeistert. Innerhalb von einer Minute. Mit welchem Knopf kann man das Gas abschalten? Dem Knopf? Ja, perfekt. War's das? Aufmachen. Geht nicht. Oh oh. Weapon. Macht irgendwas Böses. Guckt schon so böse. Das Maul wird geöffnet und... alter Schwede. Ich weiß nicht, was es vorhat, aber es sieht gemein aus. Laserstrahl. Eieieiei. Ich glaube, die Kanone wird erstmal zerstört. Nee, die Kanone hat geschossen. Oh, auf dem Kopf der Weapon, gerade noch so. So. Was wirst du tun? Hey, öffne das. Ach, wartet mal ganz kurz. Soll es jetzt heißen, dass... der Angriff so war, dass gerade die Stelle, wo dieser Gaskammerraum jetzt zerstört ist... ach, okay. Erst steckt ihr mich in dieses seltsame Loch und dann erzählt ihr mir, ich soll rauskommen? Entscheidet euch. Und sie klettert raus.
Achso, jetzt gehen wir hier langsam runter. Wir klettern an der Außenwand entlang. Und werden verfolgt. Frage ist nur, wo es weitergeht. Wahrscheinlich wieder nach rechts, nehme ich an. Fällt der? Ja, ich glaube, der ist gefallen. Kein gefallener Engel, sondern ein gefallener Soldat. Ups. Au! Ich glaube, das könnte ja wehtun. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Wer gibt das alles? Ach, dorthin. Ein Sinn. Moment, sollte ich vielleicht zurückgehen? Vielleicht ist ja auf meiner Flucht hier irgendwas versteckt. Die gemeinen Programmierer haben da vielleicht irgendwas hingesetzt. Nee. Die Tifa läuft einfach auf dem großen langen Rohr entlang. Und zwar nicht vor und zurück, sondern nur vor. Das theoretisch jetzt ganz schön heiß sein müsste, nach diesen Schüssen. Ist aber ein großes Glück, dass sie es eigentlich überlebt hat, oder? Das war die große Plan von Kestis. Wir hauen ab und ach, ich wusste es, dass Tifa freikommt durch einen Angriff der Weapon. So, der Blick. Hier endet unser kleines Versteckspiel. Die Hinrichtung mag ja daneben gegangen sein, aber dein Tod durch einen Sturz aus dieser Höhe ins Wasser könnte trotzdem aufregend werden. Tja, wie tiefer das macht. Au, Scarlet, diese Bitch immer so ins Gesicht schlagen. Hochnäsig bis zum Schluss. Gibt's eigentlich mal eine Sequenz, wo man die Scarlet normal sieht? Ich meine, Tifa ist ja öfter schon mal zu sehen. Okay, hör auf, mich zu schlagen, du alter Trampel, drück die, okay. Bam. Okay. Bitch slap, bam. Du. Nein, du. Wie lächerlich. Herrlich. Stehen die auf dem riesen Kanonenrohr und hauen sich gegenseitig immer so Schlag, Schlag. Oh, wir haben Scarlet. Oh, guckt mal, Scarlet hat Strümpfe an. Puh, das kann ich nicht ausstehen. Und sie rennt weg. Schafft sie fort. Jetzt wird es Zeit, offene Rechnung zu begleichen. Ich lasse dich fallen, wenn du nicht stillhältst. Lauf. Von irgendwoher kommt ein Lauf. Lauf zum Ende der Kanone. Und am Ende der Kanone ist unser Helikopter. Ein Barrett. Der ein langes Seil runterwirft. Und wir laufen entlang. Ja, oh. Und fangen das Seil? Ja, sehr gut. Da gucken die Wachen blöd. Und Scarlet erst recht. Haben wir jetzt ein Luftschiff? Auf das wir irgendwo unseren Echsenroller wieder einsammeln können und unseren Flugzeug für flache Gewässer? Sehr schön, ist die Flucht also geglückt.